Jede Jahreszeit hat ihren Reiz. Einmal sind es die kräftigen Blüten, dann die vertrockneten Blütenstände. Es gibt einen schönen Spruch, der da lautet, du gehst nie zweimal in denselben Garten. Gerade jetzt im Herbst ist das besonders treffend. Herzlich willkommen bei Natur im Garten. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir haben ein Programm für Sie, genau passend zur Jahreszeit. Wir besuchen heute ein grünes Paradies im steirischen Vulkanland. Karl bringt uns die Buntnessel näher. Uschi widmet sich einer fast vergessenen Heilpflanze, dem Andorn. Und auf der Gartentullen besuchen wir einen Garten mit dem klingenden Namen Hexentanz. Die erste Station unserer Gartenreise führt uns ins steirische Vulkanland, genau nach Fähring. Dort hat Tamara Holzer ein Gartenparadies geschaffen. Ihr Motto, hier wird nicht gegossen und was ausgesät wird, muss sich selbst den Weg suchen. Ganz einfach zurück zu den Wurzeln. Im Herzen des steirischen Vulkanlands ist die Genussbäuerin Tamara Holzer zu Hause. In der Gemeinde Fähring lebt sie im Umfeld ihrer gartenbegeisterten Familie. Hier bei uns am Gelände leben drei Generationen, meine Oma, meine Mama und eben ich mit meinem Mann. Und wir haben alle drei unsere Gartenbereiche, würde ich einmal sagen, aber im Großen und Ganzen gehört alles zusammen. Wir haben zum Beispiel eine große Streuobstwiese und einen Beerengarten und Kräutergarten und auch viele Schnittblumen. Meine Oma hat eher einen sehr sonnigen Schottergarten, wo ganz viele Stauden wachsen und wo es nur so summt und brummt. Und meine Mama hat einen wildromantischen Schattengarten. Das ist jetzt vor allem im Sommer unser Lieblingsplatz, weil man da immer ein lauschiges Fleckchen findet, wo man sich's gut gehen lassen kann. In Tamaras Garten gibt es eine Besonderheit. Die Pflanzen suchen sich die Plätze, wo sie wachsen und gedeihen, selbst aus. Wie ist es dazu gekommen? Ganz am Anfang, wie ich noch viel Zeit hatte, während des Studiums, habe ich natürlich sehr viele Gartenbücher verschlungen und habe mich schon ein bisschen mit Mischkultur auseinandergesetzt. Aber irgendwann ist die Zeit dann abhanden gekommen und dann haben wir einfach alles wachsen lassen, so wie es sich selbst ausgesät hat zum Beispiel. Also wir lassen immer verschiedene Kräuter und Gemüsepflanzen auch blühen und die sehen sich dann selbst aus. Zum Beispiel Mangold und Karotten müssen wir eigentlich überhaupt nicht mehr ansehen, das erledigt alles von selbst. Cocktailtomaten gehen eigentlich auch alle von alleine bei uns auf. Also an jedem Fleckerl trifft man irgendwas Unerwartetes und das finden wir eigentlich ziemlich charmant, also dass sich die Pflanzen selbst aussuchen, wo sie wachsen wollen. Das geht aber nicht immer gut aus. Bei manchen Pflanzen waren wir da leider zu. Also denen haben wir zu viel Freiraum gegeben. Das haben wir dann bereut. Schafgarbe zum Beispiel, keine gute Idee, dass man die überall wachsen lässt. Irgendwann ist der ganze Boden dann nur mehr mit Schafgarbe-Wurzeln voll. Da wächst dann nichts anderes mehr durch. Also das war ein Fehler, aber daraus lernt man ja auch. Ein Abschnitt ihres Gartens ist bezaubernden Schnittblumen gewidmet, an denen sich die drei Generationen erfreuen. Wir haben vor ungefähr 2 Jahren einen kleinen Teil vom Garten als Blumenfeld angelegt. Da haben wir auch geschaut, dass wir sehr viele mehrjährige Stauden haben, zum Beispiel die Witwenblume oder Mutterkraut eignet sich auch ganz super als Schnittblume, dann Kokadenblumen. Daraus machen wir hübsche Blumensträußchen, die werden dann am ganzen Gelände verteilt. Da kriegt die Mama was, die Oma was, wir haben immer Blümchen bei uns. Lieblingsplätze gibt es im 6000 Quadratmeter großen Familiengarten zur Genüge. Also in der Streuobstwiese liegen wir am liebsten unter der Hängematte zwischen einem Kirchelbaum und einem alten Apfelbaum. Bei meiner Mama ist der Treffpunkt definitiv der Rosenpavillon am Wochenende für Kaffee, Kuchen und Prosecco oder gemeinsames Kochen in der Gartenküche. Also das wissen wir auch alle sehr zu schätzen, dass wir im Sommer im Freien kochen können.
Im Sommer leuchten die Blüten im märchenhaften Schattengarten ganz besonders schön. Der Sonnenhut, der strahlt auch im Schatten wie die Sonne, wunderschön gelb. Das ist immer ein schöner Farbtupfer im Garten. Und eine wunderschöne Rose, die jetzt schon zum zweiten Mal blüht und uns auch durch ihren Duft natürlich alle betört. Die haben wir ganz, ganz gerne. Der Garten bedeutet mir eigentlich ziemlich viel. Also eigentlich sind wir wegen dem Garten von Wien wieder hierher gezogen. Die Sehnsucht nach Garten und einfach ein bisschen mehr Fläche, wo man einfach nur rausgehen kann, hat mir gefehlt. Für Tamara ist ihr Gartenparadies eine wichtige Energiequelle, die sie erdet und ihr immer wieder Erfolgserlebnisse beschert. Der Garten gibt einfach sehr viel Kraft und es ist so befriedigend, einfach weil man mit seinen eigenen Händen was schaffen kann. Man sieht, die Natur arbeitet hier noch so, wie es sein soll eigentlich überall und dass man gar nicht viel machen muss, um einen schönen, üppigen Garten zu haben. Einfach wachsen lassen, schauen, was passiert und wenn es einem nicht gefällt, im schlimmsten Fall kann man es eh noch ausgraben, umsetzen oder am Kompost werfen. Der Herbst, das ist die Zeit der bunten Blätter, nicht nur draußen, sondern auch im Zimmer. Und da gibt es eine Pflanze, für mich fast eine Zeitreise, nämlich die Buntnessel. Coleus blumei hat sie damals geheißen, denn es war die erste Pflanze, mit der ich zu gärtnern begonnen habe. Heute heißt sie übrigens Solenostemum scutellaria. Ja, so ändern sich die botanischen Namen. Was ist das Besondere an dieser tropischen, aus Afrika stammenden Pflanze? Sie hat eine ungeheure Vielfalt. Gerade in den letzten paar Jahren ist sie wieder absolut modern geworden. Nicht so sehr als Zimmerpflanze, vielmehr als Beetpflanze oder Balkonpflanze. Und da sieht man schon die großen Unterschiede bei den Blättern. Völlig unterschiedliche Blattäderungen in den unterschiedlichsten Farben. Das Schöne daran ist, man kann sie ganz leicht vermehren und das will ich Ihnen jetzt zeigen. Man schneidet einen Trieb ab, entfernt das unterste Blatt und so einfach geht's und steckt es in eine sandige Erde und nach wenigen Tagen wird diese Pflanze schon Wurzeln bekommen. Man kann sie aber auch aussehen. Wenn man schaut, im Frühling findet man oft in den Samenregalen Samen von Buntnesseln und das ist noch spannender, denn sie kommen in den unterschiedlichsten Farben. Eine Pflanze, die besonders beliebt war, schon in der Kaiserzeit, das ist die Blattbegonie oder Kaiserbegonie, wie sie auch genannt wird, Rexbegonie. Die gibt es in ja, wahrscheinlich hunderten verschiedenen Varianten und da sind einige dabei, die ich hier ausgewählt habe, mit besonders interessanten Blättern, schneckenförmig oder blutrote Blätter oder ganz dicht behaarte Blätter. Wichtig bei den Begonien, bei diesen Blattbegonien, niemals zu viel gießen, also immer erst dann gießen, wenn die Pflanze fast schon welk wird. Ein warmer Standort, keine volle Sonne und dann geht es diesen Pflanzen gut. Viel robuster, Peperomia, eine Blattschmuckpflanze, die auch an dunklen Standorten im Zimmer besonders gut wächst und sehr attraktiv aussieht. Eine Pflanze für diejenigen, die keinen grünen Daumen haben. Wie gesagt, nicht zu viel gießen. Ein bisschen empfindlicher, Alocasia, eine Pflanze, die wunderbare, große, glänzende Blätter hat, genauso wie die Korbmarante oder Calathea, auch interessant, alle diese Pflanzen brauchen Wärme, aber niemals den vollen Sonnenschein. Und jetzt zwei Pflanzen, die wahrscheinlich manche gar nicht so gerne mögen. Der kriechende Gönsel, oft im Rasen als Unkraut bezeichnet, den gibt es in den unterschiedlichsten Blattfarben. Hier zum Beispiel mit ganz dunklem Laub, ideal für Blumenkisterl im Herbst. Oder hier mit diesem bunten Laub, auch im Blumenkisterl, sehr ideal. Ja, und dann der Klee, auch eine beliebte Sommerbeetpflanze mittlerweile geworden, die wächst aber auch im Zimmer ganz hervorragend. Lauter Pflanzen, die jetzt die bunten Blätter ins Zimmer bringen. Unser Buchtipp zur heutigen Sendung: Welcome to the Jungle.
Ja, Zimmerpflanzen sind attraktiv geworden in den letzten Jahren. Wie man sie inszeniert, das zeigt man in diesem Buch. 25 Projekte, wie man die Zimmerpflanzen so richtig in Szene setzen kann. Genaue Bastelanleitungen findet man darinnen und auch Pflanzenporträts. Da sieht man so richtig, was man aus einem grünen Dschungel zu Hause machen kann. Wir kommen jetzt zur Uschi, zu unserer Kräuterhexe, und die wird ihrem Namen heute ganz gerecht. Sie schaut sich eine Pflanze an, den Andorn. Der liebt übrigens ganz karge, trockene Verhältnisse. Und was macht sie draus? Ein Hexenbitter. Als eine fast vergessene, sehr alte Heilpflanze, die dem gesamten Organsystem gut tut, könnte man meinen heutigen Pflanzengast, den Andorn, wohl am besten vorstellen. Der Andorn kommt aus dem Mittelmeerraum, das heißt, er mag auch im Garten ein sonniges Platzerl, er mag eine magere Erde ohne Dünger und er kommt, so wie in meinem Garten, auch ganz ohne Gießen aus. Und solange es jetzt im Herbst schön sonnig und trocken ist, können Sie den Andorn problemlos bis Anfang Oktober ernten. Die Ägypter, die Römer, die Griechen, alle haben sie den Andorn schon vor vielen hundert Jahren geschätzt. Und bei uns hat sie das Kraut in letzter Zeit vor allem einen Namen gemacht als Bitterkraut. Ja, bitter ist das neue süß. Ich finde, bitter macht auf jeden Fall fitter. Und obwohl ich auch kein Fan bin von dieser Geschmacksrichtung, es ist halt so gesund. Und ich schummle mir den Andorn und andere Bitterkräuter halt dort und da hinein in Form einer Tinktur, Tee oder zum Beispiel ein Bitterpulver, wo ganz viel Andorn drinnen ist, dann fällt es nicht so auf. Aber diese Bitterstoffe, die sind halt wirklich gesund und wichtig für die Leber, für die Galle, für den Stoffwechsel. Und wenn vor allem viel Andorn dabei ist, dann hat man zusätzlich eine magenstärkende Wirkung, eine schleimlösende. Das heißt, der Andorn ist sowohl gut für die Verdauungswege als auch für die Atemwege. Und mein Hexenbitter ist das perfekte All-in-One-Rezept. So ein bisschen wie ein Schwedenbitter, aber eben nach Uschi-Manier. Gehen wir es an. Hauptzutat, der Andorn. Da nehme ich jetzt ganz einfach die Zweigerl und rebel die Blätter an, beziehungsweise man kann auch die oberen Triebspitzen nehmen. Wer mag, wer zu viel Andorn hat, der nimmt auch die Wurzel. Da stecken auch Heilkräfte drinnen. Quetschen ist immer wichtig und sie kommen auch ganz ohne irgendein Messer aus. So, ein bisschen Platz muss ich lassen für die anderen Zutaten. So, und jetzt die wichtigen Gewürze, die sind in meiner Kräuterschatztruhe. Was haben wir da? Koriander, ein paar Körner, Anis, Fenchel, so ein bisschen Muskatblüte gemahlen oder gehackt, ein paar Fäden Safran, guten Safran, und Achtel oder Viertelte Muskatnuss. Fantastisch. So, und das wird jetzt einmal ordentlich gemörsert. So, das genügt. Es ist nur wichtig, dass die Samen alle gut angequetscht sind. Und jetzt gebe ich das gleich da in das Glas dazu. Und weiter geht's. Ein paar Salbeiblätter. Alles immer gut quetschen. Ein, zwei Zweigerl Wermut. Bitterstoffe sind gefragt. Dann habe ich hier, was so nach Bernstein glänzt, das ist ein Kirschgummi. Super für Husten. Also kommt auch das hinein, wasserlöslich. Ganz wichtig ist auch die Angelika-Wurzel. Wertvolle Bitterstoffe. Die habe ich übrigens aus der Apotheke. Die Menge passen Sie einfach immer der Größe vom Glas an und das ist nicht tragisch, wenn es einmal ein bisschen mehr oder weniger ist. Da drin ist übrigens getrockneter Andorn, ebenfalls aus der Apotheke, wenn er nicht bei Ihnen im Garten wächst. So, ein bisschen Heilerde. Die Heilerde nimmt die Giftstoffe im Körper auf und die spürt man überhaupt nicht, wenn man es trinkt. Ich schaue noch einmal durch. Ein bisschen Candiszucker, damit es nicht ganz bitter wird.
Ich übergieße jetzt alles mit einem Grappa. So, Glas ganz füllen, verschließen, 2 bis 3 Monate Ruhezeit unter der Küchenbank, in dem Fall nämlich ein bisschen dunkler, danach abseihen und in dunkle Flaschen füllen. Meine Testperson für meinen Hexenbitter, das war mein Papa. Der hat nämlich immer, wenn es so kälter wird und nass wird, Probleme mit Bronchitis. Und Papa hat mein Hexenbitter total beim Abhusten geholfen und hat zusätzlich die Abwehrkräfte so richtig gestärkt. Und so wie auch den Original-Schwedenbitter können Sie auch meinen Hexenbitter nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich verwenden. Zum Beispiel ein Tuch damit tränken und Umschläge machen. Bei Wunden, bei Geschwüren, bei Abszessen. Natürlich können Sie auch einen Tee mit Andorn brauen und den dann als Umschlag verwenden. Übrigens, in der Mythologie symbolisiert der Andorn ein vom Blitz getroffenes Pflanzenwesen. Umgekehrt soll so ein Andorn auch vor Blitzschlag schützen. Das heißt für mich, Sie könnten vielleicht bei jedem Gewitter auch ein kleines Stamperl trinken. Knolle oder Zwiebel? Im Gartenlatein geht es heute um diese Pflanzen, die jetzt im Herbst gesetzt werden. Und das sieht man, wenn man eine Tulpenzwiebel öffnet, ganz leicht. Zwiebelschalen. Typisches Zeichen einer Zwiebel. Genauso wie die Küchenzwiebel. Und die Knolle, in dem Fall eine Krokusknolle, eine ganze Fläche, so wie zum Beispiel die Kartoffel. Also, der Unterschied ist ganz eindeutig. Die Knolle hat ein gesamtes Fruchtfleisch und die Zwiebel eben diese Zwiebelschalen. Und wenn man jetzt im Herbst diese Frühlingsblüher setzt, dann wird man wahrscheinlich genau sehen, was Zwiebel und was Knolle ist. Ein Begriff, der in der Botanik sehr oft vorkommt, das Pinzieren. Wir haben heute einiges schon über die Buntnesseln gehört und das ist eine typische Pflanze, die im jungen Stadium pinziert wird. Was heißt das? Der oberste Trieb wird abgeschnitten, damit verzweigt sich die Pflanze und wird buschiger. Übrigens, das macht man auch bei den Stauden, zum Beispiel beim Phlox. Dieses Pinzieren hat aber einen ganz besonderen Namen, nämlich das ist der Chelsea Chop. Warum nennt man das so? Nämlich genau Ende Mai, wenn in England die Chelsea Flower Show ist, dann hat man den Phlox um die Hälfte zurückgeschnitten. Derjenige Teil, der nicht zurückgeschnitten wurde, blüht früher, der andere etwas später und damit hat man eine verlängerte Blütezeit. Also Pinzieren oder Chelsea Chop, 2 Begriffe, die man kennt. Bei uns geht es jetzt weiter mit dem Besuch eines Gartens hier auf der Garten Tulln, Hexentanz. Die Gärtnerinnen zeigen uns, wie variantenreich dieser Garten bepflanzt ist. Dieser Garten vermittelt das Gefühl, eine Hexe zu sein. Auffallend in diesem Garten sind die bizarr geformten Gehölze, wie zum Beispiel eine Hängeblutbuche, die sehr düster wirkt und so einen hängenden Wuchs hat. Sehr auffallend ist auch die Schwarzkiefer, die als Riesenbonsai erzogen worden ist, die auch mit Skulpturen von Krähen bestückt ist, die sehr täuschend echt ausschauen und das Ganze nochmal auf dieses Hexenthema lenken. Beim Rundgang durch diesen Garten wiederholen sich die besonderen Schnittformen immer wieder. Ein weiteres Beispiel sind diese 3 Hainbuchen, die in Besenform gebracht wurden. Im hinteren Bereich gibt es Blutpflaumen, die so eine schirmartige Krone haben und darunter wirkt es recht düster und mystisch. Es gibt zum Beispiel auch mehrere Blasenspiren in diesem Garten. Die haben ein sehr dunkles, rotes Laub und einen schönen Wuchs. Die ergänzen das Staudenbeet sehr gut. Musik
Und sehr schön sind auch die Trompetenbäume, die im hinteren Bereich stehen, mit ihren langen Früchten, mit den langen Schoten, die sie machen, und den großen Blättern, die sind auch sehr beeindruckend. Der ganze Garten ist in lila-rosa Tönen gehalten. Das beginnt schon im Frühjahr, wenn die Hyazinthen blühen. Die haben auch so ein rosa-lila Farbschema. Das Ganze wird dann abgelöst von Staudenflocks im Sommer. Dann gibt es die Herbstanemonen in rosa und Purpurdost. Der wird im Herbst gestützt, um die schweren Blütenstände bei Starkwind vor dem Abknicken zu schützen. Stauden, die zu groß werden, kann man gut im Herbst teilen, wenn sie abgeblüht sind. Dadurch verjüngt man sie und sie werden wieder blühfreudiger und wachsen schöner. Über den Winter können sie sich super einwurzeln, da sie ja keine Kraft in die Blüten stecken. Und das Jahr darauf hat man schon eine Freude damit und eine große Pflanze. Wir teilen hier zum Beispiel einen Phlox. Mit der Grabgabel den Wurzelballen lockern, herausheben und den Ballen dann mittig mit einem Spaten teilen. Das funktioniert auch bei der Echinacea hervorragend. Anschließend an der neuen Position ein Pflanzloch ausheben, etwas Kompost dazu und einsetzen. Kleine Stäbe markieren die Plätze, damit man auch nach dem Winter noch weiß, wo man was neu angepflanzt hat. Handgießen ist immer wichtig. Mir gefällt sehr gut der Wiesenknöterich mit seinen rosanen Blüten, die im Wind tanzen und schwingen. Die Staude wird einen Meter hoch. Wächst sehr schnell, bedeckt dadurch den Boden auch total gut. Beikräuter kommen kaum auf und macht total ein schönes Bild im Garten. Der Weg ist in einer Schlangenlinie gestaltet und endet dann in Schlangenköpfen auf beiden Seiten. Ein Hexengarten, der nicht verhext, sondern vielmehr verzaubert. Wann immer Gartenfragen auftauchen, wir am Natur im Garten Telefon sind für Sie da. Von Montag bis Freitag können Sie uns anrufen. Und da tauchen jetzt in diesen Tagen sehr oft die Fragen auf, warum sollte man Bäume mit einem Weißanstrich versehen? Ganz einfach deshalb, weil man sie damit vor Frostrissen schützt. So, das geht ganz einfach. Das gibt es entweder als Fertiggemisch oder man kann es selbst herstellen mit Kalk, Kuhfladen und Lehm. Am besten an einem Tag aufbringen, wo es trocken ist, damit dieser Belag trocknet und damit auch lange hält. Wichtig, gerade in Zeiten der großen Hitze im Sommer ist es auch wichtig, die Bäume, vor allem die Baumstämme, vor der Sonne im Sommer zu schützen. Jutte oder zum Beispiel Holzbretter an die Südseite stellen, denn sehr oft bemerkt man, dass auch im Sommer diese Probleme mit der Rinde auftreten, dass sie aufreißt, und das ist ein großes Problem für die Bäume. Alle Informationen zur Sendung gibt es wie immer im Internet unter naturimgarten.at. Dort gibt es auch unser wöchentliches Gewinnspiel. Die Gewinnfrage der Woche lautet diesmal: Wie nennt man das Zurückschneiden von Stauden oder Pflanzen, vor allem im Jungstadium? Zu gewinnen gibt es Gartenbücher und Eintrittskarten für die Gartentullen. In der monatlich erscheinenden ORF-Nachlese gibt es natürlich auch viele Informationen zum Thema Garten. Ja, das war's schon wieder für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Garteln. Der Andorn. Was macht sie draus? Wie heißt's? Hexenbitter. Warte, ich muss erst schauen, wo du... Ja, ich hab die Linsen gesucht. Geht schon? Aber es ist ja nicht schön gewesen, weil es war ja Blödsinn. Achso, nein, ich heute trainiere sie Blödsinn. Ja. Nein, nicht darum.
um ein bisschen Schlacken raus zu transportieren. Und jetzt weiß Joschi nicht weiter. Fix Teufel. Wart. Ich komme schon zum Rezept.